Shave Time. Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr habt ja beim letzten Mal meine neue Serie Shave the Day kennengelernt. Und wie es halt die hormonelle Situation so möchte bei mir, als Nicht-Pussy, muss ich jetzt mal wieder ran. Ein Thema, das mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat, und das uns alle auch noch eine gute Zeit lang beschäftigen wird, ist die Frage, kann ein Gericht es zulassen, dass im familiengerichtlichen Verfahren der kulturelle Hintergrund eines Kindes vollkommen negiert wird. Konkret geht es um einen Fall eines US-amerikanischen Soldaten, der auf einer Airbase in Rheinland-Pfalz stationiert war, dort eine Frau kennenlernt und mit der nicht nur ausgeht, sondern irgendwann auch ein wundervolles Mädchen zeugt. Und wie es halt immer so ist, bei Fällen, die dann bei mir landen, Happy End mag es bei Die Schöne und das Biest geben, aber nicht unbedingt immer in der Realität. Die Beziehung zerbricht, man geht auseinander und plötzlich ist statt Liebe nur noch Hass da. Ich kann hier und heute in diesem Video den Fall nicht besprechen, das wäre zu umfangreich, aber ich will ein Detail mit euch besprechen. Und zwar liegt mir eine WhatsApp-Korrespondenz vor, in dem die Kindsmutter unter anderem den Kindsvater als Nigger beschimpft. Sorry, dass ich dieses böse Wort verwenden muss, aber ich kann es halt nicht umschreiben. Ja, ich meine, jetzt mit irgendeinem Schmarren anfangen wie maximal pigmentierter Einwohner mit ursprünglich afrikanischen Wurzeln oder so ein Schwachsinn, das ist dämlich. Dass sowas im Streit mal rausrutscht, mag unverzeihlich sein, aber menschlich nachvollziehbar. Für mich ist ein anderer Punkt viel wichtiger, nämlich die Frage, ob sich darin nicht eine Einstellung widerspiegelt, die den kulturellen Hintergrund des Kindes negiert. Und wenn man nunmehr sieht, dass in just der gleichen Situation diese Kindsmutter alles tut, um das Kind vom persönlichen Kontakt mit dem Vater zu verhindern, dann stelle ich mir schon die Frage, ob hier die Justiz nicht einschreiten muss. Wir haben hier ein farbiges Kind mit deutsch-amerikanisch-haitianischen Wurzeln und da muss eigentlich der Kontakt auch nach der UN-Kinderrechtskonvention sichergestellt sein, denn die kulturellen Besonderheiten, die so eine multinationale Beziehung mit sich bringt, die sind eben ein Teil des Kindes. Ja? Irgendwann fragt das Kind ja sicher nach, wo komme ich her, warum bin ich dunkel und andere nicht. Auch wenn das Gott sei Dank hier in Deutschland im Jahr 2017 nicht mehr so besonders ist. Aber, das ist das Spannende, all diese Chats werden vom Gericht ohne nähere Überprüfung einfach nicht berücksichtigt. Die Tatsache, dass das Kind keinen Kontakt mit dem Vater hat und schon klar keinen unüberwachten, also Kontakt findet ab und zu per Skype statt, macht es deutlich, dass hier irgendwas im Argen liegt. Wenn eine Mutter hier ihren Ex-Partner als Endpunkt bezeichnet, dann macht das schon deutlich, dass ein gewisser Disrespekt vorliegt, unabhängig von der Frage, ob nicht weitere psychische Beeinträchtigungen vorliegen. All das wird in diesem Fall aber durchs Gericht nicht hinterfragt. Kann das sein? Also für mich war das ein Grund, beim entsprechenden Gericht nachzufragen, inwiefern so ein Rassismus im familiengerichtlichen Verfahren berücksichtigt werden muss. Sowohl das zuständige Amtsgericht Landstuhl
als auch das betreffend der Großeltern zuständige Oberlandesgericht Karlsruhe im Moment antworten wie immer in solchen Fällen ausweichend. Wobei ich hier nochmal nachfragen möchte und dann die entsprechenden Antworten in einem Artikel auch veröffentlichen möchte. Für mich ist der Punkt doch der, kann es sein, dass ein Kind hier quasi aus meiner Sicht ariasiert wird, indem man ihm den kulturellen, farbigen Background, die karibischen Wurzeln vollkommen oder zumindest so weit eingeschränkt vorenthält. Ist eine solche Bezeichnung im Rahmen der Diskussionen ums Kind nicht so bezeichnend und damit eine weitreichende Kindswohlgefährdung? Wie kann es sein, dass Gerichte in Deutschland hier gar nicht sich die Frage stellen, ob sowas sein darf? Gerade Deutschland mit unserer geschichtlichen Sonderverantwortung sollte hier eigentlich schon nachfragen. Solche Worte, ich meine, ich bin ja, weiß Gott, kein Befürworter vom Maaßschen Hate-Speech-Gesetz, aber solche Worte sollten heutzutage eigentlich nicht mehr üblich sein. Und darüber hinaus liegt also staatlicherseits ein latenter Rassismus vor, der zumindest geduldet wird, gerade auch im Umgang mit ausländischen Mitbürgern, denen man ihr ausländisches Dasein ansieht. Also keine weißen Mitteleuropäer, sondern halt entweder arabisch-südländischer Typ, gegebenenfalls asiatischer Typ oder eben farbiger afroamerikanischer Typ. Aus meiner Sicht muss man hier sagen, nein. Ja, fuck the system, das kann es nicht sein, dass solche Worte, die aus meiner Sicht in ihrer Respektlosigkeit die Würde des Menschen angreifen, dass die ungesehen und unberücksichtigt bleiben in einem familiengerichtlichen Verfahren. Wie will eine solche Mutter einem Kind den Respekt vor ihrem Vater beibringen, einem Vater, mit dem sie immerhin in der Kiste gelandet ist? Das war's. Demnächst mehr in diesem Theater, aber jetzt müssen erstmal wieder die Hormone arbeiten, dass der Bart auch nachkommt. Ich danke euch, bis dann, tschüss.